Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tech Town. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil mein Aufnahmeprogramm irgendwelche Faxen macht und mir nicht mehr anzeigt, wie lange ich schon aufnehme. Deswegen hoffe ich, dass diese Folge auch 20 Minuten wird. Und ich habe mir für heute, Surprise, mal wieder was überlegt. Denn zurzeit ist unsere Nahrung, wir haben 52 Brote im Inventar. Und wenn wir die jetzt hier rausnehmen, dann haben wir praktisch noch diese 60 Brote. Und sobald wir die gegessen haben, haben wir gar nichts mehr zu essen. Und deswegen würde ich mich heute gerne mal um eine, ja, Essensversorgung kümmern in meiner Base. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten und wir gucken einfach mal, was denn wohl das Einfachste ist und was wir dann schlussendlich auch wirklich machen. Das, was die meisten von euch vielleicht schon kennen, wäre die Möglichkeit mit Mine Factory Loaded, das heißt eine Wheat Farm zum Beispiel oder eine Kartoffelfarm, unter anderem also alles Mögliche mit einem Planter und einem Harvester zu bauen. Das andere wäre etwas mit Steven Cards zu machen, wie zum Beispiel auch der Playlog Leo das Ganze hat. Und das war es, glaube ich, schon soweit von den Möglichkeiten, die wir in diesem Modpack haben. Und diese Farm würde ich eigentlich gerne hier hinten ran irgendwo schmachen. Oder, ne, hier ist doof. Am besten wäre, glaube ich, wirklich hier. An dieses Ecklein. Oder wir machen es wirklich ganz hier drüben. Aber da ist zu wenig Platz, glaube ich. Ne, ich glaube, hier wäre dann schon ein ganz guter Platz. Also wollen wir jetzt erstmal ein paar Sachen craften. Und zwar brauchen wir zum einen eine Harvester. Die sollte nicht allzu schwer zu craften sein. Mal gucken, was wir dafür brauchen. Okay, wir brauchen einen Machine Frame. Den können wir uns locker easy machen. Wir brauchen zwei Scheren. Die können wir uns auch locker easy machen. Wir brauchen eine Inver-Ex. Die sollten wir uns auch machen können, sobald wir Sticks haben. Das ist immer so komisch, ne? Man scheitert an so ganz banalen Dingern dann auf einmal. Man will irgendwie so Sticks haben, aber man hat keine Sticks. Oder man hat kein fertiges Holz oder so. Oh, hier ist wieder ein Schmetterling, der sich wehtut. Ah, tut mir so unglaublich leid. Nicht. So, Plastic Sheets. Sehr schön, haben wir so noch welche. Auf dir weh zu tun. So, jetzt gucken wir mal nach einem Planter. Okay, jetzt hau ich dich kaputt. Jetzt hau ich dich kaputt. Komm her. Wo bist du? Wenn ich hören will, muss fühlen, hat meine Mama immer gesagt. Der mich dann auch mal kaputt gehauen, wenn ich mir wehgetan habe. Ey, wo ist die Fotze? Fotze ist gone. Okay. Bin ich auch zufrieden mit. Planter, da haben wir ihn. Und es fehlt uns dieses Ding. Es fehlt uns ein Machine Frame. Das könnten wir eigentlich auch mal in unserem E-System einprogrammieren, dass wir ein Machine Frame automatisch machen können. Aber das ist irgendwie schon nervig, sowas immer zu craften. Aber tada, wir haben unsere Maschinen. Sehr cool. Und was machen wir jetzt mit dem? Ganz einfach. Zuallererst mal brauchen wir hier hinten wieder eine Art Platz. Dafür holen wir uns mal ganz kurz unseren Hammer raus und kloppen hier einfach mal ein Loch in die Wand. Tada! Und jetzt bauen wir hier ganz kurz so ein kleines Ding hier auf. Denn da kommt dann unsere Wheat Farm hin. Hier kommt jetzt unsere Harvester hin. Aber nicht hier hin, sondern hier hin. Das heißt, die Harvester soll alles, was vor ihr ist, in diesem Gebiet abschälen. Wir müssen das genau noch so einstellen, dass sie dann so ein 9x9-Feld in etwa abfarmt. Also was heißt in etwa? Soll sie ziemlich genau machen. 1, 2, 3, 1, 2, zack, 1, 2, 3. Das sollte so die Mitte sein, hoffe ich zumindest. Oder ist sie das? Sollte sie auf jeden Fall. Und dann gehen wir hier nochmal runter und hier kommt dann unser Planter rein. Awesome. Ist das nicht awesome? Ich finde, das ist awesome. Okay, also brauchen wir jetzt nur noch ein paar andere Sachen. Und zwar brauchen wir Itemdukte. Die haben wir sogar noch ein paar. Dann brauchen wir eine Chest. Die Iron Chest sollte reichen, hoffe ich zumindest. Dann brauchen wir Pneumatic Servos. Und wir bräuchten vielleicht noch ein Tesseract. Und wenn wir das nicht nehmen, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Redstone Energy Conduits. Oder Lithium Energy Conduits, da müssen wir gucken. Eigentlich würden Hardened Energy Conduits auch reichen. Wo haben wir die denn hier? Hör mal. Hardened Energy Conduit, wo ist es? Ich sehe es gerade nicht, ich bin zu dumm dafür. Hardened. Da ist es, ich habe es gefunden. Was machen wir dafür, lol?
Hä? Wie craften ist das Ding denn? Ah, hier, Lithium Energy Coin, Invar Ingot, lol. Invar Ingots brauchen wir dafür, Roffel. Aber okay, damit sollte ich klarkommen. Dann machen wir uns mal Invar Ingots. So. Und, ja, die sollten reichen. Hoffe ich zumindest. Okay, eigentlich haben wir dann schon alles, was wir für den Anfang brauchen. Ohren. Stimme, please. Wir brauchen natürlich auch noch so ein paar Sachen, aber für den Anfang, wie gesagt, sollte das Ganze eigentlich reichen. Hoffe ich zumindest. Oh nein, warte, der baut wieder Erde ab dann, ne? Wo ist denn mein Planter da? Okay, dann haben wir ja schon mal ein bisschen Platz. Das hier machen wir auch noch weg. Wollen ja noch ein bisschen mehr Platz haben. Und dann machen wir hier wieder einen Stein hin, aber der ist noch drin gefroren. Okay. Wir brauchen Energie. Wo bekommen wir von hier am schnellsten Energie her? Eigentlich über einen Tesseract, oder? Das Ganze jetzt hier in eine Leitung rüber zu legen. Ich weiß nicht. Entweder Leitung oder Tesseract. Ich wäre ja für Tesseract. Nee, 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 nee. Ich wäre nicht für Tesseract, ich bin für Tesseract. Oder? Bin ich für Tesseract? Ich glaube schon, oder? Lass mal ganz kurz über. Doch, ich bin für Tesseract. Ich bin definitiv für Tesseract. Aber den müssen wir erst wieder konfigurieren. Er steht auf Mainpower und er soll Items senden. Er soll Fluid blocken und er soll Energy resaven. Damit wäre das Ding, glaube ich, richtig eingestellt. Hoffe ich zumindest. Okay, und zwar, wie machen wir das Ganze jetzt am dümmsten? Am dümmsten. Wir brauchen Itemdukte von hier unten zu unserem Planter. Das heißt, das Ganze soll so verbunden werden. Da brauchen wir unsere Wrench einmal, weil die haben wir irgendwie nie dabei. Ich weiß nicht, die ist immer in unserem Backpack. Dann brauchen wir Hardened Energy Conduits, die auch mit Harvester und Planter verbunden sind. Und jetzt brauchen wir einen Platz für unser Tesseract. Und da wird's knifflig. Meine Freunde, da wird's knifflig. Wird es das wirklich? Ich weiß es nicht. Man kann es kurz kicken. Wenn wir das hier hin machen, ja? Und wir lassen das zum Beispiel nur hier verbinden. Warte mal, die Dinger sollten ja jetzt schon Energie haben. Ja, in der Tat. Wenn wir jetzt hier ein Pneumatic Servo reinmachen. Und hier kein Pneumatic Servo, aber das Ding hier hinten auf Ausgang stellen. Und in diesem Pneumatic Servo sagen, hier rein, haben wir noch Wheat? Nee, natürlich nicht. Aber, ja, sieht schlecht aus. Okay. Aber wir haben Seeds, oder? Haben wir Seeds? Seeds? Ja, wir haben sogar noch Seeds. Und ein Water Bucket hätte ich noch gerne. Sehr schön, Dankeschön. Okay. Das Setup sollte eigentlich so klappen, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Hoffe ich auf jeden Fall. Alles andere würde mich sehr verwirren und würde mich in tiefste Depression stürzen. So, ich würde gerne wieder raus. Hallo, wo bin ich? Ah, okay. Planter, Wasser, Planter, Seeds, Planter. Yeah. Okay, sehr cool. Dann brauchen wir jetzt nur noch etwas anderes. Und zwar, die Harvester hat ein Abbaufeld von standardmäßig 3x3 Blöcken vor ihr. Das heißt, diese neuen Blöcke baut sie hier ab. Und da sie dann an diese Blöcke nicht mehr rankommt, brauchen wir ein Upgrade in der Harvester. Und bei den Upgrades, das haben glaube ich viele auch nicht verstanden, unter anderem auch Peter nicht, also generell viele Leute. Deswegen suchen wir einfach mal nach Upgrade und das sind diese hier. Upgrade von Mine Factory Loaded. Und wenn wir zum Beispiel ein Upgrade haben, sagen wir, wir wollen ja dieses 9x9 Feld haben, dann wird wahrscheinlich jeder denken, so, wir brauchen ein Upgrade von 9. Was aber überhaupt nicht stimmt. Denn so ein Upgrade von jetzt zum Beispiel, sagen wir Tin, das Tin-Upgrade, das gibt auf beiden Seiten von der Harvester 3 zu dem ursprünglichen Radius dazu. Das heißt, der ursprüngliche Radius ist 3x3 und das Tin-Upgrade gibt dann 3 nach links und 3 nach rechts dazu. Und das Ganze eben auch nach vorne und nach hinten. Also braucht man eigentlich nur für so ein 9x9-Feld ein Tin-Upgrade.
und nicht irgendwie ein Diamond Upgrade, was man denken würde, damit es 9x9 ist. Also das nur einfach so, das ist vielleicht ein bisschen doof geregelt, aber wenn man es weiß, also es ist, ja, wenn man es mal gesagt bekommt, dann weiß man es vielleicht und macht das nächste Mal richtig und baut nicht sein ganzes Haus ab. Wie in einem anderen Projekt. Okay, wir wollen unser Tin Upgrade. Haben wir dafür alles? Haben wir. Sehr schön. Und das gleiche wollen wir natürlich auch für unseren Planter. Warum? Na, dass der Planter auch in diesem 9x9-Feld pflanzt. Deswegen machen wir das Tin Upgrade hier rein und wir machen das Tin Upgrade hier rein und dann haben wir das Ganze eigentlich schon fertig. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das wächst. Dafür holen wir uns mal ganz kurz ein bisschen Knochen und wir holen uns ein bisschen Schlaf aus unserem Bett. Jetzt warten wir ganz kurz. Oh, Baby. Okay. Dann düsen wir hier rüber, geschwind wie der Wind. Und heute sind überhaupt nicht so viele Cuts. Krass. Guck mal. Und jetzt sollten wir gleich sehen, dass Jarvis da anfängt, dieses Ding abzubauen. Oder auch nicht. Wegen dem hier wahrscheinlich. Nee? Jetzt hat er es abgebaut. Sehr cool. Und es geht das Reed hier runter und in den Tesseract rein. Genau. Okay. Dann machen wir noch mal machen wir noch mal ein bisschen mehr davon. Und dann gehen wir mal ganz kurz in unser ME-System und suchen nach dem Weed hier hinten. Und dieses Weed, was wir jetzt hier bekommen haben, das stellen wir jetzt hier in den Pneumatic Servo ein. Und zwar auf Whitelist. Denn die Seeds, die, also der Harvester farmt ja nicht nur das Weed ab, sondern auch die Seeds. Und da die Farm automatisch sein soll, also sich selbst praktisch wieder versorgen, will ich natürlich, dass die Seeds nicht in unser ME-System gehen, sondern dass die Seeds direkt in den Planter gehen und sich dort praktisch vermehren, wenn man das so sagen kann. Also wenn wir jetzt hier, vorhin hatten wir glaube ich 4 Seeds oder so, jetzt haben wir 7 und jetzt können wir einfach hier hingehen und ein bisschen Bone Meal hier drauf packen, damit die Harvester das Ganze wieder abbaut. Und wenn wir dann, ups, das war doof. Und wenn wir dann schnell genug sind, dann sollten wir auch sehen. So, ganz kurz einsammeln. Jetzt warten, bis die Harvester wieder irgendwas macht. Ich glaube, das Tin-Upgrade ist verbuggt, aber das meinte Peter auch schon mal. So, jetzt sollten wir sehen, das Weed geht hier rein und die Seeds gehen direkt in den Item-Dukten weiter nach unten in unseren Planter. Und wenn wir dann jetzt wieder hochgehen, dann sollten wir gleich sehen, dass hier neues Weed angepflanzt wird. Und zwar in ein paar Sekunden. Manchmal braucht er ein bisschen, manchmal macht das sofort. Aber die Seeds sind hier schon drin und da ist das neue Weed. Sehr cool. Und das können wir jetzt einfach so durchgehend laufen lassen. Und dann können wir uns wieder schöne Brötchen backen, wenn wir das brauchen. Immer wenn wir das Ganze brauchen. Ich mache das jetzt am Anfang nur ein bisschen mit Bauen. Später lassen wir das dann einfach alleine wachsen. Eine Sache, die wir noch machen könnten, um das Ganze vielleicht zu beschleunigen, ist erstmal mein Inventar aussortieren. Das beschleunigt das Ganze auch schon immens. Eigentlich ja nicht, aber für mich beschleunigt sich das Ganze, weil ich es hasse, ein volles Inventar zu haben. So, wenn wir jetzt reingucken, sollten wir sehen, wir haben ein bisschen Weed. Das Ganze vermehrt sich natürlich noch, aber wir haben schon mehr Brote als davor. Sehr cool. Und was wir jetzt noch machen, ist einen Zaun, beziehungsweise das Ganze hier noch ein bisschen schön bauen. Denn so wie das jetzt ist, kann es auf keinen Fall bleiben. Das sieht nämlich echt hässlich aus. Deswegen gehen wir nochmal hier hin und holen uns ein paar Stone Bricks. Und dann rasen wir wieder geschwind hier rüber. Und zack. Weil wir wollen ja nicht, dass der hier irgendwo in unserer Base die Seeds hinpflanzt. Deswegen machen wir das Ganze so. Jetzt holen wir uns noch ganz schön ein Cover. Ich muss immer hin und her laufen. Cover. Hallowed Stone Brick Cover. Und das pflanzen wir jetzt hier rauf auf das Item Duct. Oh, warte, wo habe ich das jetzt hingemacht? Wo habe ich denn jetzt das Cover hingemacht? Lol. Ach, hier. Ah, okay. Ah, ich verstanden. So, hier soll das Cover hin. Dann sieht das auch gar nicht so schäbig aus. Und dann machen wir hier oben natürlich noch zu. Auch wenn das jetzt so ein bisschen Pfusch am Bau ist, aber das können wir leider nicht ändern. Ja, doch, eigentlich schon, aber das muss ja niemand wissen. So, und da außenrum könnten wir jetzt noch einen Zaun oder so machen. Müssen mal gucken, ob wir das Ganze noch machen. Aber für jetzt sind wir damit eigentlich vollkommen in Ordnung. Jetzt hole ich mir noch ein bisschen Glas und baue mal hier drüben zu. Zack, zack, zack.
und dann sollten wir unsere Farm einfach so laufen lassen können, wie sie jetzt gerade läuft. Ein Problem, das wir jetzt noch haben, ist das Zeug hier. Das ist Sludge, also Schlamm auf gut Deutsch. Und dieser Schlamm sollte aus dem Mine Factory Reloaded Harvester abgeführt werden. Ich weiß nicht genau, wie das in dieser Version ist. Also es gibt verschiedene Versionen. Bei Skytech war das Ganze zum Beispiel so, dass dass das Slug dazu geführt hat, dass die Harvester nicht mehr gearbeitet hat. Und deswegen sollten wir uns etwas überlegen, wie wir das Ganze da rausbringen. Das wohl einfachste ist eine Fluid Void Pipe zu machen. Dafür brauchen wir das Zeug hier. Und das bekommen wir, wenn wir nicht Biwak, sondern Kaktus Green schmelzen. Haben wir sowas? Haben wir Green? Haben wir einen Kaktus? Sieht nicht so aus. Wo haben wir denn eine Map? Ich habe meine Minimap gar nicht, oder? Minimap on. Dann wollen wir ganz kurz gucken. Wo hatten wir denn hier eine Wüste? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, hier hinten war irgendwo eine Wüste, wenn mich nicht alles täuscht. Also fliegen wir noch mal ganz kurz hin, denn wir brauchen einen Kaktus, wie gesagt. Damit wir uns. Da ist die Wüste. Guck mal an. Weiß zwar nicht, ob man das als Wüste bezeichnen kann, aber ich mach's einfach mal. Okay, das kann man als Wüste bezeichnen. Lagerino. So, dann haben wir einen Kaktus. Und dann fliegen wir wieder zurück. Ihr seht schon, heute meine Folge komplett ohne Cuts. Eigentlich richtig krass. Ich fühle mich irgendwie schlecht, aber irgendwie auch cool. Weil ich sonst immer so 20 Cuts in einer Folge hatte. Aber das ist ja irgendwie Geschmackssache. Vielen gefällt das ja, manche mögen es nicht so. Aber generell kommt Tekton ja echt gut bei euch an, was mich wirklich freut. Dann haben wir Cactus Green und da schmelzen wir jetzt. Nee, schmelzen, einfach nur craften. Dann bekommen wir das Ding hier. Und wenn wir das jetzt neben eine Void Pipe legen, dann bekommen wir eine Fluid Void Pipe. Und diese Fluid Void Pipe nehmen wir jetzt einfach und packen sie hier neben ran. Und dann geht das Sludge, was hier drin war, einfach in diese Fluid Void Pipe. Ist das nicht awesome, meine lieben Freunde? Und was wir jetzt noch brauchen oder was wir jetzt noch machen können, ist Folgendes. Ich habe euch ja in der vorletzten Folge, vorvorletzten Folge, dieses Ding hier gezeigt, hier in das Assembly Table, womit wir uns Fassaden aus Stonebricks gemacht haben. Und jetzt machen wir uns einfach mal, frech wie wir sind, Fassaden aus Glas. Dafür lassen wir wieder unsere Laser ein bisschen arbeiten. Das sieht so cool aus, ne? Früher habe ich das voll gefeiert und jetzt habe ich gesehen, was Direwolf so für Effekte, also für Partikeleffekte teilweise in diesen Dingern hat, dass ich schon wieder neidisch war. Aber egal. Das Ding nehmen wir jetzt und packen es hier an diese Transportpipe hin. Ja, sieht gar nicht allzu schlecht aus. Kann man sich, kann man anbieten, würde ich fast mal behaupten. Aber gut, ich würde sagen, das war es soweit sogar schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das Ganze mit einer Bewertung. Und auch wenn heute keine Cuts waren, in der nächsten Folge vielleicht wieder mal gucken. Es war trotzdem produktiv. Wir haben endlich unsere Essensversorgung wieder auf die Beine gestellt. Und allzu viel gecraftet und so weiter war es auch nicht. Ich werde jetzt hier außenrum noch einen Zaun oder so bauen, damit das auch ein bisschen besser aussieht. Und ansonsten würde ich sagen, haut da rein, habt einen schönen Tag und ihr wisst es. Tschüss!